Hi Ladies, Laura hatte mich nach einem Outfit gefragt, was in die Vintage-Richtung geht und am besten ein Spitzenkleid. Und da habe ich ihr und natürlich auch euch dieses wunderschöne Outfit zusammengestellt. Aber bevor ich auf diese Details eingehe von den ganzen schönen Produkten, noch der Hinweis, wenn ihr die Produkte, die Bilder groß sehen wollt, alle Tipps und Tricks und mein kleines Geschenk für euch, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alles, um wirklich komplett von so einem Outfit zu profitieren. Und da bekommt ihr natürlich auch noch die Special Sales und Deals an die Hand. Laura, dieses Outfit ist speziell für dich. Du hast mir gesagt, du bist 1,70 groß und da ist dieses Kleid perfekt für dich geeignet. Aber dieses Spitzenkleid ist nicht nur Spitze, sondern es besteht auch noch aus Spitze. Und der Schnitt selber ist eigentlich ein langes Kleid, aber wiederum auch nicht. Was ich damit sagen will, der Vorteil bei diesem Kleid hier ist, es können große Frauen und kleine Frauen anziehen und es sieht immer noch sehr, sehr edel aus. Und ja, ich weiß, warum du Spitze magst, oder du hast mir geschrieben, dass du Spitze liebst, und da ist dieses Kleid, denke ich mal, das Eyecatcher 9 Plus Ultra, denn es besteht wirklich komplett aus Spitze. Es hat obenrum schöne kurze Ärmel, dass deine Arme ein bisschen retuschiert werden sozusagen, und dein Bustier wird durch diese schöne Raffung hier vorne wunderbar gehalten. Und das Schöne ist, es hat auch noch ein Unterkleid oder ein Futter, was dieses Kleid blickdicht macht. Bei manchen Kleidern, die sehr viel mit Spitze verarbeitet sind, hat man das nicht unbedingt immer, aber bei diesem Kleid ist es gewahrt und es lässt sich auch sehr gut tragen, weil es ein sehr glattes Material ist, was dann, wenn ihr mal schwitzen solltet oder so, halt nicht unbedingt dann gleich klebt und dann sich komisch verformt oder hochrafft, sondern es fällt wirklich immer sehr, sehr schön. Und zu diesem Kleid ist natürlich die Accessoires das Wichtigste. Und alleine so wäre es noch nicht ganz Vintage, aber ich habe ein paar wunderschöne Produkte gefunden, die, denke ich mal, diesen Vintage-Stil, den du gefragt hast, hinbekommen. Und da habe ich erstmal, um dieses Kleid abzuschließen untenrum, ein paar wunderschöne Sandalen gefunden, die sehr, sehr gut durch diese vielen kleinen Bändchen sozusagen zu dem Kleid sehr gut passen, und es hat eine Absatzhöhe von 9,5 cm. Somit streckt das Ganze auch nochmal wunderschön. Eure Waden werden sehr, sehr gut betont und es ist wirklich ein Hingucker, wenn man von unten nach oben euch anschaut. Es sieht wunderschön aus. Und nicht zu vergessen, es ist kein ganz normaler Lederschuh, sondern es besteht aus einem Ziegenleder, und soviel ich weiß, Ziegenleder ist ein bisschen strapazierfähiger und ich denke, dieser Schuh wird länger halten, als wenn ihr, sag ich mal, bei einem Discounter euch einen Lederschuh kauft und dann wahrscheinlich schon nach wenigen Monaten wegschmeißt. Und da ist wieder Qualität gesagt und der Schuh, denke ich mal, bequem, wird er wahrscheinlich auch sehr, sehr sein. Was fehlt hier noch? Natürlich noch die richtige Handtasche im Vintage-Stil. Und hier habe ich eine Handtasche gefunden, die das Kleid und diesen Look, diesen Vintage-Look, wirklich komplett unterstreicht. Es sieht fast aus, als wäre diese Klatsch quasi aus Metall und leicht verrostet, also dieser Vintage-Look sozusagen. Und innen drinne passt richtig viel rein für die kleine Größe und ist auch wunderschön innen drin nochmal aufgeteilt. Wie? Schaut einfach drauf, da sieht es nochmal alles genau im Detail. Und wenn ihr diese Handtasche vor dem Kleid, vor diesem schwarzen Spitzenkleid tragt, hat es einen wunderschönen Kontrast zueinander. Das ist wirklich richtig edel und man könnte fast sagen, geil wirkt sozusagen. Um das nochmal wirklich richtig abzurunden und einen Einklang zu schaffen, ist immer am besten Schmuck. Nicht zu viel bei dem Kleid, weil es besteht aus Spitze, da würde ich gar nicht so viel auftragen. Aber um in diesem Vintage-Look zu bleiben, würde ich euch ein Armreif, ein Armband empfehlen, was ich hier gefunden hatte. Da habe ich relativ lange gesucht danach, weil es sollte zur Handtasche passen und zu den Schuhen. Und aber auch nicht so, wie soll ich sagen, so markant. Also schon teilweise ein bisschen klobig, aber nicht zu markant. Und
hier, denke ich mal, ist dieses Armband in diesem Vintage-Stil wunderbar geeignet. Es passt sich an jeden Armumfang an. Und wenn ihr euch das jetzt bildlich vorstellt, ihr habt dieses wunderschöne Spitzenkleid an, die Handtasche in der Hand und dann noch den Armreif. Das ist quasi wie aus einem Guss. Und wenn ihr damit, oder du, Laura, auf deine Veranstaltung gehst, glaub mir, du hast das nächste Date damit auf jeden Fall sicher. Wenn auch ihr so ein wunderschönes Outfit wie Laura haben wollt, genau auf euch zugeschnitten, dann schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr vorhabt demnächst, was für eine Veranstaltung, wie ihr aussieht, welche Größe und so weiter und so fort. Also am besten so detailliert wie möglich. Und wer weiß, vielleicht ist dann morgen schon dein Outfit, was ich für dich extra kreiert habe, dann online. Und damit du das nicht verpasst, kannst du mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und du verpasst kein Video, kein Outfit und natürlich kein Sale und Deal der Kleider, auf keinen Fall nicht mehr. Und ich hoffe, ich könnte euch und Laura dir mit diesem Outfit wunderbar helfen. Und wie gesagt, ihr findet doch mal alle Deals, alle Sales und natürlich die ganzen Tipps und Tricks und mein Geschenk einfach hier auf den Bilder draufklicken oder unterhalb vom Video. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem wunderschönen Outfit.